So, liebe Leute, weiter geht's heute mit FIFA. Und ja, unter anderem steht heute das Derby auch an, aber auch Transfers werden wahrscheinlich noch heute getätigt. So wie das aussieht. So. Auch Jonas Karls wird den Club verlassen. Wird wahrscheinlich nach Brentford gehen. Ich muss natürlich jetzt gucken, dass ich die Leute loswerde, einfach irgendwie, wie ich die. Ja, durchaus keine Chance mehr für sehen, obwohl ich den Kader einfach 34 Leute, das ist ein bisschen zu groß. Oh, Transfergebot für LS, genau. Transfergebot für Benitez. Das sind jetzt drei Angebote mit reingekommen, die ich jetzt unbedingt noch loswerden. Ciao. Ja, ciao wird wahrscheinlich bleiben. Okay, das ist das Benitez, ja. Und LS war auch so ein. Fehleinkauf. So, also. Gucken wir mal, ob wir heute noch da die neuen oder anderen Transfer durchbekommen. Sind noch ein paar Kandidaten dabei, die definitiv den Club verlassen werden. Vielleicht kriegen sie vor dem Dortmund-Spiel sogar noch weg. Ändert das Spieltermin? Das ist nicht so wichtig. Knopf ist weg. Jawohl. Das ist gut. Das ist sehr gut, dass die Spieler loswerden. 4,8 Millionen nur. Die wir gekriegt haben dafür. So. Die Frage, wen kriege ich für die Kohle? AC Rom 38 Millionen, 18 Millionen Kaufvorschlagen. Wer hat 37? Ja, das ist das Problem an der Sache. Die wollen halt. Gut, guck mal, ob ich den Transfer durchkriege. Vielleicht kriege ich den getauscht. Spielertausch. Ich guck mal, was ich noch so hab an Mittelfeldspielern. Ich guck grad mal. Ach, wenn mein Controller nicht immer mich abfacken würde. Ja, lass mich in Ruhe. Außenverteidiger. So, Transferangebot absenden und wir haben jetzt 16 Millionen auf dem Konto. Vielleicht sagen sie, jo, ist okay. Ich vermute, dass er aufstehen würde und sagt, nö, ist nicht. Schade. Dann gehen wir mal auf Schadarabek, dass ich da zumindest mal eine Alternative habe auf der Seite. Ich glaube zumindest, dass es so ausgesprochen wird. So, Außenverteidiger. So, 16 Millionen Chalanolo. Ansonsten gucke ich, dass ich Gaudino wegkriege. Den im Tausch. Aber ich sag mal erstmal die Summe. Geil, der sagt sogar, ist in Ordnung.
gut, dann kann ich das, der kann ich den Transfer heute sogar noch zumachen. Auf jeden Fall sehr wichtig, klar. Okay. Ach, komm, dann mach das Ding so. Warte dann Transfer, obligatorisch ein Dings über 3 Jahre. Das können wir akzeptieren. Nee, ja, gut, okay. Da kann aber auch die 40, 70. Und damit herzlich willkommen, Pavel Karadabek, der jetzt neu bei uns in der Mannschaft steht. So, keine Rabe kriegt natürlich die 3, die auch in Hoffenheim hatte. Gucken wir mal, dass wir den zumindest mal auf die Bank gesetzt bekommen. Wie gesagt, heute, das Dortmund-Spiel sehen wir uns heute auf jeden Fall noch an. So, geht jetzt rot jetzt erstmal an die Startelf. So. Jetzt gibt's den BVB als nächsten Gegner im Heimspiel. Hat's verkauft, sehr gut. Ah, ich weiß, ich hoffe, das sein oder nur noch. Da kommt Benitez weg, genau. Ich habe ja jetzt quasi nur getauscht. Transferangebot für. Ciao. Delegieren, warte mal. Anfangsangebot, Mindestverkaufssumme. Ich kriege die nicht hochgedrückt. Ich kann ja sagen, ich will 10 Millionen mindestens sehen. Weil ich kann, die muss ja. Ich muss ja nicht sagen, ich verkaufe denn, wenn die werden eh zurückgehen, aber. So, gehen wir rein in die Pressekonferenz. Entschuldigung. Schön, dass Sie alle da sind. Dann beginnen wir mit den Fragen. Ah, der wird auf jeden Fall schon direkt von Anfang an spielen.
Richtig. Damit sind wir am Ende der Pressekonferenz. Ich bedanke mich bei allen. Ja. So. Also, Tabelle, gucken wir, sind wir momentan Tabellenzweiter in der Tordifferenz. 6 zu 2 aber. Und jetzt schauen wir mal, wie das nächste Spiel wird gegen den BVB. Da wollen wir natürlich auch triumphieren. Ist halt Derby, ne? So, geht jetzt los. Kein Moment hier gewartet. Und jetzt geht's weiter. Auf dieses Spiel haben alle gewartet. Man spürt die Spannung, man spürt die Vorfreude. Es müsste ein klasse Duell werden. In ein paar Minuten geht's los mit Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. Wir haben schönes Fußballwetter, liebe Zuschauer, und damit also herzlich willkommen zu unserer heutigen Party. Am Mikrofon begrüßen Sie ganz herzlich Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Ja, wahrscheinlich sind beide Mannschaften sehr, sehr umgebaut. Im letzten Spiel gab es ja für uns mal ein 4-1 im Supercup, als wir den DFB-Pokal gewonnen haben. Vorbereitung auf die neue Saison in der zweiten Liga. Das wird jetzt nochmal eine Ecke anders werden. Das wird da eine Truppe sein, genauso wie bei uns auch. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Oder Isco sehe ich da schon. Die Startformation des BVB. Es Sommer im Tor auch. Eine Änderung auf der Torhüterposition Jan Sommer. Isco steht im Zusammenspiel mit Emrecan auf den Positionen in der Mitte. Und im Angriff versuchen sie es in dieser Begegnung mit drei Stürmern. Ah, mehr oder weniger. Aber es ist eine Semedo, Barca, Kepembe, Paris. Also das ist eine ganz andere Truppe, als wir das damals gesehen haben. Naja, mal schauen. Wir müssen nehmen, wie es hinkommt, wie so kommt, der Gegner kommt und hoffen, dass wir hier gewinnen. Dann hätten wir nämlich die Dortmund schon um 3 Punkte distanziert, aber es wird nicht einfach. Auf geht's! Ja, Roussignon, der sich jetzt erstmal der weiß, was der Richter immer vorhat, also gerne mal über die Außenbahn zu gehen. Jetzt soll das nämlich, jetzt soll er mal ein bisschen Pillow. Elfmeter, oder? Freistoß. Nee, Freistoß. Der hat früher angefangen, hat er Glück gehabt. Weil das wäre Elfmeter gewesen. Oh, ist das ein Beter für uns. Ja, das wäre möglich gewesen. Also, erste knifflige Situation und ich meine das, genau das. Erst haben sie den Richter gestellt und dann konnte ich doch mal freispielen. Und das ist halt genau das, was ich meine. So, da steht Kobylanski. Der Schiedsrichter macht auch seine Linien fleißig. Die Mauer muss im Moment gestellt werden. Und dann kann es jetzt gleich losgehen. Ah, ich spiele das Ding zurück. Das ist witzig. Ecke. Oder? Ich wollte eigentlich in den Rückraum spielen. Ja. Was? Abschluss? Da war doch nur der Fuß von dem noch dran, oder nicht? Naja. Das frühe Stören jetzt. Erling Haaland.
Haaland, beziehungsweise Schulz gegen Bella Kotschap, der jetzt. Ja, der versucht da reinzufliegen und holt sich das Ding erstmal sicher. Es gibt ein Tor im Parallelspiel. So, da geht der plötzlich, der Richter gegen den Ritscher, der nicht in den Zweikampf kommt, der momentan in der Linie. Sommer. Trainer jetzt auf seinem Konto. Tolle Marke, wenn man bedenkt, wie schnelllebig der Fußball heute ist. 100 Spiele, das ist jemand, der den aktuellen Fußball wirklich mitgeprägt hat. Er ist Trainer, der exzellente Arbeit leistet. Man sieht seine Handschrift, seine eigene Philosophie. Ein ganz eigener Spielansatz, den er hat. Heute Abend geht der Ball zwar weiter hinten, aber das war nicht zu sehen von Sommer. Natürlich diesen Ball. Ja. Ah, schade. Die Idee war gut. Ja, Einwurf für Dortmund, okay. Einwurf für Dortmund. Ja, also wirklich haushohe Chance hat man. Im Sommer war zweimal da, der konnte zweimal die Faust dazwischen bringen. Und jetzt ist Russin auch mal da. Ja, links außen spielt. Keine Chance für den Verteidiger, der Schalke, kann da reinzugehen, aber Kotschap. Okay. Gut gemacht. Ungewohnte Position geschickt. Das ist ja immer die Frage: Klappt das? Kann sich so ein Spieler schnell umstellen? Kann er sich auf diese neue. Wieder Sommer! Nelson Semedo. Ja, Semedo jetzt, ja. Ah, oh, wieder mein Controller. Ich kotz gleich, Mann! Der gibt ja, schaltet sich immer zwischendurch einfach komplett aus. Das ist das Problem, dass ich jetzt nicht in die Zweikämpfe bekomme. Jetzt haben wir. Und jetzt der Angriff über die Außen. In Baljavairo de Rosu, der Tempo ohne Ende hat. Ja, und jetzt gibt's Ecke. Das ist vielleicht die Chance durch die Ecke. Eine gute Chance war das eben. Sehen wir hier nochmal. Naja. Hier, da war Merlin ganz. Aber da war noch einer, der Mann dran. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Also 0 zu 0 weiterhin noch 33 Minuten. Aber ein gutes Spiel, muss ich sagen. So, Sancho, der kommt jetzt überhaupt nicht. Den Skaller, der kommt überhaupt nicht hinterher, der gegen den Sancho. Gut gemacht da von Amel Bella Kotschap, der das gut gelöst hat. Gibt Einwurf, ganz eng, wäre fast eine Ecke gewesen. Die Gelegenheit für die Flanke. Jadon Sancho. Jadon Sancho! Gut gemacht. Der Ball ist erstmal aus. Richtig, Latza. Weiter alles aus. Ja, noch nicht, ja, aber nicht die Tempo einsetzen kann. Gegen. Da ist aber keiner in der Mitte oder so, ne? Die Reingabe jetzt ins Zentrum. Doch! Piontek, und das ist hier aus, eine dicke Chance. Aber wir sehen, der Ball geht am Ende knapp daneben. Ja, was geht ihm da jetzt durch den Kopf? Die Führung hätte ihm natürlich, ist ja klar, gut ins Konzept gepasst. Aber jetzt weiter, alles ausgeglichen. Schade, das war die erste wirklich gute Chance, wo der Stürmer mal hinkam. Es ist weiter enorm eng hier, 0 zu 0. Auch beim Ballbesitz hat keiner echte Vorteile. Das ist so ein Spiel, wo vielleicht die eine Einzelaktion. Jetzt vielleicht mal Marco Richter, jetzt gegen Schulz, der sich. Richter, der sich durchsetzt. Jawohl, Schulz kommt zu Grätschen zu Lehrig. Richter, wieder Marco Richter. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindert. Scheiße. Was für eine Rettungsstart. Ja, also wenn der Sommer noch nicht gewesen wäre, ich jetzt hier mindestens 1 für die Schalke, aber. Ja, das ist heute noch nicht sein Spiel. Der macht hier einen unkonzentrierten Eindruck. Es fehlt die Bindung zum Spiel. So. Der FC Schalke 04 mit dem Anstoß. Spiel beginnt. So, kurz für die Zwischenstände. Ja, Hoffenheim, Leipzig 0-1, Bayern, Freiburg 1-0, Köln gegen Werder 0-0, Gladbach 1-0-1 und Schalke Dortmund 0-1.
Zu null. Ach, Controller, lass mich doch einfach in Ruhe. Spiel geht weiter. Der BVB am Ball. So. Ja, es passiert Isco. Noch nicht viel. Brand ist das jetzt? Also. Nun Isco. Aber ich komme aber auch nicht in. Ich lasse jetzt ein bisschen. Ach. Na, krieg ich den. Na, krieg ich nicht gestoppt! Kann er was machen? Was für Elfmeter? Eben hast du Freistoß gefilmt und jetzt fallst du gegen El. Der war klar außerhalb! Da gibt's überhaupt nichts zu diskutieren. Entschuldigung. Da gibt der Elfmeter. Ey, da pfeift der jetzt Elfmeter für was, Alter? Geh mir nicht auf den Sackcontroller. Also da pfeift der jetzt Elfmeter an, das war vorher aber bei mir im Freistoß. Nein, das war kein Elfmeter, tut mir leid. Nein. Aber danke schön, dass du den Gegner noch stark machst. Ah, guter Mann ist ja. Danke für das Schöne, hat er Schönes geschenkt. Heinzel Holland. Ja, lass mich doch in Ruhe, Alter. Das war doch gar nichts, ey. Kein Foul war es, ja, aber nicht Elfmeter. Also sorry, das war auch kein Elfmeter. Never ever. Never ever war das ein Elfmeter. Also wie gesagt, Foul nehme ich mit gerne, aber Elfmeter war es nicht. Und bei mir gibt er da dann gleiche Situation, also das ist gleiche Situation, aber jedenfalls ein Foul, Strafe gibt der Freistoß. Mustafi. Kolasinac. Ach Mann, das kann doch nicht sein, dass ich dem Gegner nicht den Fuß da. Schalke macht hoch. Latzer. Das kommt durchaus gefährlich werden. Latzer! 62. Minute der Ausgleich. Sie waren souverän defensiv, aber jetzt doch das Gegentor. Dreht in den Semedo ein und tritt bei die komplette Innenverteidigung da aus und dann macht er das. Okay, 1-0. Gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive an. Also 1-1. Das natürlich sehen. Mit viel Kampfgeist sind sie zurückgekommen in dieses Spiel und das gefällt ihnen. Zweites Tor, ja, traf er gegen Stuttgart nach dieser Ecke. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1-1. Weiter Julian Brandt. Ja, gut gemacht, da jetzt ist mal ein bisschen dazwischen gegangen. Und in Kürze steht die nächste. Ja, krieg ich den weggeworfen? Ne, krieg ich nicht. Auswärts gegen den FC Augsburg. Und ja, das Problem. Das könnte ein echtes Highlight werden. Semedo. Der sich ja da so ziemlich ausspielen ließ. Super gelöst, da. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Aber der Pass war sehr schlecht gespielt. Sehr gut gemacht. Super. Och. Krieg ich den Kopf? Ja, aber der Kopf, der kriegt er nur. Nun Kalle Rabeck. Kalle Rabeck. Ja, gut gelöst. Chance zum Konter jetzt. Das war doch. Oh Mann, fast mir die Angriffe diesmal zurück. Das war jetzt nicht der Erste, ey. Erst den Gegner einen schnellen Elfmeter geschenkt und dann so eine Kacke, weißt du? Da stand er im Abseits, als das Zuspiel kam. Das war kein Abseits. Oh, jetzt werden sie wechseln. Aber okay. Emre Can. Erling Haaland.
Klasse Aktion da. Gute Position. Zweifel wird jetzt. Jadon Sancho mit der Flanke. Problemlos hat er hier den Ball. Schwolo. Wieder so ein klasse Pass. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Borussia kommt nochmal. Die wollen hier den entscheidenden Treffer erzielen. Es war jetzt kein Foul. Kubilanski. Schauen wir auf. Jetzt mal vielleicht aber den Rose, der mit Tempo gehen bringen kann. Dell. Piontek hat da zu lang gezögert. Könnte in Konter gehen. Der BVB weiterhin bemüht. Ist ja nicht so, dass ich da mal was versuchen kann. Jadon Sancho. Schöne Pässe von Borussia Dortmund. Emre Can. Da geht er vorbei. Jetzt haben sie ihr Pech bei diesem Versuch. Aber das Problem, wenn die sind. Ja, wenn die da fünf Mann aussteigen lassen, die kommen dann nämlich nicht. Die Nummer 7, Jadon Sancho. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Die Nummer 18. Latza! Der hat schon das 1-1 gemacht. Latza! Nein. Da ist die Flanke. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Ohne Schien. Borussia Dortmund und Schalke 04 trennen sich hier also am Ende unentschieden. Ja, das war aber auch geschenkt von euch. BVB und Schalke 04, aber am Ende bleibt es beim Unentschieden ein, wie ich finde, gerechtes Ergebnis. Gut, mein Controller ist wieder leer. Angeblich. Also klar, wie gesagt, für das Foul kriege ich einen Freistoß und die kriegen den Elfmeter dafür. Ich weiß, das ist zum Kotzen. Also klar, auf jeden Fall, meiner Meinung nach, irregulär aus dem Elfmeter. Naja, ist halt so. So, dann gibt's heute noch die Deadline. Achso, das ist bestimmt hier die... Ciao, ja. Naja, gut, okay. Das ist nicht tragisch. Dann habe ich zumindest Möglichkeiten, Abwehrchef den Jungen hochzuziehen. Also 7 Punkte. Wir sind Tabellenführer sogar von den Bayern. Nur so nebenbei gerade. So, da ist irgendwo gerade eine Meldung. Transfergo für De Rose und also gut. Aha. Was wollten wir für den haben? Zahlen? Also Minimum. Da kannst du aber richtig Kohle legen für. Ja, super. Natürlich. Oh Gott. Zwischen 80 und 100 Millionen will ich dafür haben. So. Da kann. Dann kann ich versuchen, nochmal auf der Außenbahn zu reagieren. Oh, die haben richtig verkauft, die Bayern. Ja, da würde bestimmt nichts passieren. Oh, Transfergebot für Knezovic, sehr gut. Ja, Pech gehabt, ne? Gut, dann hätte ich 8 Millionen auf dem Konto. Ja, das kannst du knicken, weil ich habe ja den Kalle Reinbeck-Wechsel noch durch Dach und Fach gebracht. Knesewitsch wird verkauft. Ja gut, dann bin ich den auch schon mal von der Liste runter. Delegieren. Tauschspieler keine. Also.
Mindestverkaufssumme 80 Millionen. Wenn sie den haben wollen unbedingt, dann sollen sie mir die Kohle auch hinlegen. Dann kann ich nämlich nochmal reagieren. Dann kann ich mir versuchen, den Charit zurückzuholen. Den ich ja eigentlich zurückholen. Den werden wir wahrscheinlich erst in der Winterpause jetzt kriegen können. Frühestens. So, also auf jeden Fall das Ding durch. Ich denke mal, das Große in der Winterpause jetzt nicht mehr dramatisch viel passieren wird. Kleingruppe für Bouge Lab. Stillstand. Ja, ist auch mir ist klar. Ablehnen, vergiss es und tschüss. Nächste. Oh, Union hat Kruse verkauft. Ja, ich denke, Kruse ist viel dramatisch, wird jetzt nicht mehr passieren. Ne, da wird jetzt leider nicht mehr viel passieren. Die letzte Frist ist durch. Und damit haben wir das auch durch. Schade. Das war nicht das. Aber wir haben trotzdem 4 Spieler bekommen. Und ja, mal gucken, was in der Winterpause noch kommt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit dem nächsten Spiel.